So, was geht denn jetzt noch? So, meistens oder häufig gibt es noch, wenn man jetzt sagt, ich, das ist ja nicht zum Aushalten, dann kann man natürlich auch sich fragen, kann ich hier auch 3 Monatsüberleben definieren? Ne? Das heißt, was müsste man machen? Man müsste gucken, ob ein Patient nach 3 Monaten, also 90 Tagen, ob er lebt oder nicht. Und das, oh, die Zeit ist schon fortgeschritten. Oh, da. Das können wir eigentlich mal in der Übung machen, weil Sie müssten sich jetzt überlegen, diesen langen Tippel haben. Dann müsste man sich ja so eine, müsste man ja eine Abfrage machen. Da gibt es ja mehrere Lösungen zu, aber eigentlich wäre ja die Frage, 3 Monatsüberleben hat er, gucken wir mal, also, gucken wir mal, wenn man, es ergibt ja verschiedene Varianten von, aber man könnte jetzt zum Beispiel überlegen, wir machen einfach mal ganz stumpf, ja, das Simpelste ist natürlich 3 Months. Mort 3 months, Mortality 3 months, if AIDS time kleiner gleich 90, 1,0. Also das ist die Hard-Variante. Und da muss man sich natürlich immer angucken, gibt es sowas überhaupt? Also nützt das ja nichts, wenn es gar keinen gibt, der jetzt nach 3 Monaten gestorben ist. Ja, 25. Gucken halt, wie lange leben die. Und die, die nicht 90 Tage erreicht haben, kriegen eine 1 und sie schmeißen diese Event-Dinger, das Event-Ding vollkommen weg. Sie haben keine Zensierung, alles, ist ihnen alles egal. Sie gucken nur, sie modellieren es vollkommen anders. Sie modellieren es halt über ein Odds und wenn Sie das dann machen, dann sagen Sie, okay, GLM, GLM hängt ab von Sex plus Age. Wir machen das jetzt mal hier als Vergleich. Immer Family angeben, ne? Sonst reden Sie eine Gaussian Linear Regression. Binomial. Ja. So, Sie sehen, Sex 0,5, hier 0,599. Es kommt was Ähnliches raus. Es ist aber was ganz anderes. Ne? Also einmal rechnen Sie eine logistische Regression auf einer binären 0,1-Variable und das andere Mal modellieren Sie eine Zeitvariable.
Also eine Zeitvariable abhängig von einem Ereignis mit Sensierungsdaten und einer wie auch immer gearteten Hazard Function. Und ja, das ist halt was ganz anderes. Ne? Aber wenn Sie sagen, Hilfe, Survival kann ich nicht, kann aber logistische Regression. Und jetzt verstehen Sie vielleicht mal so langsam, warum eine logistische Regression der Hammer ist, mit dem wir hier alles zerschlagen. Weil sie im Prinzip, der Trick ist eben, jedes Problem auf einen binären 0-1-Endpunkt zu reduzieren und dann Augen zu und durch. Können Sie rechnen? Das ist dann halt 3 Monats-Mortalität, wo Sie sagen, der Endpunkt ist wirklich, da müssen Sie halt so reinschreiben in den Report, dass Sie sagen, ja, Ihr Endpunkt, den haben Sie so definiert. Das ist aber keine adäquate Lösung. Das ist der absolute, also es ist wirklich der absolute Notfall. Also wenn sozusagen die Daten so schlimm sind, dass entweder Proportional Hazard nicht da ist, Censoring schlimm ist, also würde ich, wenn sozusagen das Kommando heißt, rechne eine Survival-Analyse, rechnen wir keine 3-Monats-Mortalität. Also wenn wir sozusagen Diff-Time rechnen können, wenn wir Events haben, rechnen wir eine Survival und versuchen das im Zweifel, dann müssen wir halt gucken, wenn Proportional Hazard nicht erfüllt ist, wenn das nicht, jenes nicht erfüllt ist, müssen wir dann eben anfangen zu wühlen. 3 Monats-Mortalität macht man eigentlich nur, wenn es die Variable gibt. Also wenn es diese 3-Monats-Mortalitätsvariable gibt, in dem Sinne, dass die erschaffen wurde. Also es gibt eben auch klinische Studien, wo einfach jemand geguckt hat, ob der Patient nach 3 Monaten noch gelebt hat oder nicht. Und dann haben sie nur eine Spalte, wo 0,1 steht und sie haben weder Zeit noch irgendwas anderes. Sie wissen nur, nach 3 Monaten hat er noch gelebt oder nicht. Nur, also das können sie ja so machen, sie lassen eine Studie laufen und irgendein Arzt ruft nach 3 Monaten an und sagt, lebt der alte Holzmichel noch? Ja, 1. Und fertig. Dann haben sie also alle. Und das ist dann 3 Monats-Mortalität. Dann wissen Sie nicht, wie der sonst lange gelebt hat, ob der zensiert ist oder nicht. Sie rufen dann nur an. Ja, und wenn Sie ihn nicht erreichen, ja, das ist eine gute Frage. Was ist, wenn Sie ihn nicht erreichen? Ist er dann zensiert? Was ist denn dann? Ne, da schreiben Sie ein A rein. Oder lebt noch. Oder irgendwas anderes denken Sie sich dann aus. Dann haben Sie andere Probleme. Aber nur, falls Sie mal hören, wir rechnen das mit dem Endpunkt 3-Monats-Mortalität, dann kann es sein, dass Sie dann nur eine logistische Regression auf eine 0-1-Spalte rechnen sollen und keine Survival machen sollen. Das kann man aber manchmal so aus der Semantik nicht heraushören, sodass man nochmal fragen muss, was meint ihr denn jetzt mit 3-Monats-Mortalität? Soll ich jetzt, wollt ihr sozusagen, was soll ich tun? Ne? Also 3-Monats-Mortalität ist ja theoretisch auch das hier, ne? 3 hoch und dann darüber. Das ist ja auch 3-Monats-Mortalität. Also was ist damit gemeint? Also was ist das X, was ist das Y? Bin ich Eduard Zimmermann? Ich will hier raus. Da muss man dann nochmal so ein bisschen sich sortieren. Was ist Y, was ist X? Was will man eigentlich als Endpunkt haben? Was ist mein Schätzer? Und das wirbelt hier alles so ein bisschen durcheinander. Ne? Sie haben Hazard Ratio, das kommt so aus der Cox-PH, das ist wie Odds Ratio. Sie haben medianes Überleben, das ziehen Sie sich aus einer Kaplan-Meier-Kurve raus. Das ist eigentlich so das Schwierige an einer Survival-Analyse, dass Sie im Prinzip so nach, das ist halt ein bisschen wirr, weil man so Modell-Shaker hat. Das ist eben so die harte Lösung. Ich empfehle aber die logistische Regression nicht. Also nicht, wenn Sie die Daten so anders vorliegen haben, dann tun Sie das bitte nicht. Aber es gibt Sachen, wo 3-Monats-Mortalität dann mit der logistischen Regression gelöst wird und das könnte dann bei Ihnen später mal irgendwie so einen Knick führen, weil Sie denken, hä, Mortalität, Survival-Analyse, warum machen wir da logistische Regression? Das ist sozusagen der Grund dahinter. Damit Sie das auch einmal gehört haben, ist auf dem Feld, im Schlachtfeld, im Kampfgetümmel kommt das manchmal vor. Deshalb hier einmal auch.